rein! Hey. Hey. Ist alles okay? Ja. Schlechtes Timing? Nein, nein. Und was gibt's? Okay. Befehle? Also, das muss ich mal sagen. So ähnlich? Weißt du was? Wie wäre es, wenn wir Isaac einen Moment mal vergessen? Das sieht nice aus. Wann warst du das letzte Mal hier? Sieh dich um. Sieh dir alles an. Alter. Was hast du gemacht? Naja, ein paar Pflanzen entfernt, gestrichen. Das sieht krass aus. Das sieht wirklich nice aus. Also, gut, bis auf das Lagerfeuer, was er jetzt hier gemacht hat. Aber so mit den Lampen, finde ich, hat er was Hübsches draus gebastelt. Mit den Mitteln, die er hat. Also, geil. Gefällt mir. Ist auch hier? Ja, draußen mit Mel. Hi. Wir können schütteln. Und quetschen. Ui. Schön. Schön. Alles okay? Läuft die Beziehung gut? Größtenteils ja. Ich meine, sie ist schon richtig süß. Ganz im Gegensatz zu mir. Oh, hinter deiner harten Schale steckt auch ein weicher Kern. Dein schlechtes Gedächtnis. Selektives Gedächtnis. Ja. Aber es ist nicht bei den meisten so, dass die harten Kerle immer einen weichen Kern haben. Aber egal. So, was haben wir hier? Wir haben hier eine Zielscheibe. Nice. Irgendwelche Experimente. Hast du Bogenschießen geübt oder sowas? Oder sowas. Oder sowas. In der Art. Oh, das sieht kompliziert aus. Nicht anfassen. Nein. Abigail? Ist das ein Wissenschaftsexperiment? So ähnlich. Ich stelle selber Schnaps her. Sei nett, dann kriegst du welchen. Ja. So selbstgebrannter hat sich schon sehr oft bewahrheitet. Das macht Sinn. So, was haben wir hier noch? Ah, hier kann man nicht rein. Okay, also wir müssen uns jetzt hier anscheinend erstmal umschauen. Ja, ich meine, er hat ja wirklich eine Menge draus gemacht. Wir sind jetzt hier 4 Monate zuvor. Ja, weil Abby ist ja jetzt Knockout und ich gehe mal von aus, deswegen haben wir hier, diese Ansicht. Alter, warum habe ich denn... Und schon wieder habe ich bei einer Rückblende wieder keine Taschenlampe. Das ist ja mal super ärgerlich. Alter, das ist aber mal ein nicer Bogen. Ah, das erklärt die Zielscheiben. Oh ja, Mel und ich machen hier einen kleinen Wettkampf. Oh, ich glaube cool. Nicht, dass dir das Spaß macht. Es ist ziemlich kompliziert. Ich weiß, was also auch wenn es ein Fake-Bogen ist, aber... Das funktioniert. Die Regeln? Okay. Siehst du die Scheiben? Ja. Ja. Triff möglichst viele, bis die Zeit um ist. Wenn ich gewinne, schreibst du meinen Namen da dran. Na klar doch. Das wird so in die Hose gehen. Genau aus den Gründen. Nummer 1. Ich bin stolz auf dich. 2 geschafft. Aber noch nicht so. Alle. Oh, Hopp. Gut gemacht. Nein. Alter, ich und Zielen, ey. Nein. Also ich sage ganz ehrlich, in real life kann ich besser zielen. Fast geschafft, ja. Ja gut, dass ich einfach nur quasi irgendwas treffen muss. Was gibt's denn noch für? Gibt's denn sonst noch irgendwelche? Da oben gibt's noch einen. So. Ich bin gerade ziemlich stolz. Du brauchst nur noch eine. Nicht verpassen. Nur noch 10 Sekunden. Verdammt, du hast es geschafft. Nice. Du hast die meisten Punkte.
Ich habe noch Zeit übrig, stimmt's? 5, 4, was denn? Ach so. 3, 2, 1. Ja, der hätte doch treffen müssen. Geschafft. Geschafft. Ha, beim ersten Mal. Wie gefällt ja. dir das? Ja, ganz toll. Du kannst einfach Ich glaube, da hat das Spiel mich einfach gewinnen lassen. Wa? Schreib meinen Namen auf. Mach ich. Später. Hast du Angst, dass Mel rauskriegt, dass ich hier war? Nein, das ist ihr egal. Dann schreib meinen Namen auf, Owen. Okay, ganz ruhig. Aha. Okay, es gibt noch eine Sache, die ich dir zeigen möchte. Los, komm hoch. Ist das die Leiche des Kapitäns? Die habe ich schon gesehen. Hast du ihm eine Weihnachtsmütze aufgesetzt? Was? Nein. Das wäre eigentlich ziemlich cool. Das ist sogar ja. cooler. Komm schon. Also manchmal sind ja auch die Dialoge, die beiden noch führen, echt seltsam. Aber egal. Wir ziehen's durch. Hast du das alles gemacht? Wow, nice. Sehr festlich. Warte, bis du alles siehst. Setz dich. Sieh dir die Aussicht an. Das sieht wirklich... Das sieht richtig geil aus. Also... Nice. Und jetzt? Probier das. Und? Eine schöne Aussicht. Oh, na klar. Wahnsinn. Soll ich etwa lügen? Ja, natürlich. Sie ist verrückt nach Weihnachten und... Wir haben Jahrestag, also... Das finde ich echt süß. Ach, fick dich doch. Nein, ich wünschte, jemand würde mich so sehr lieben, dass er das macht. Verdienst du doch nicht. Was, Geschenke? Oder jemanden, der mich liebt? Warum hast du so gute Laune? Habe ich das? Lass das Training heute sein. Abby, wenn der Mond aufgeht... Ich habe Joels Bruder gefunden. Er ist in einer Siedlung in Wyoming. Woher weißt du das? Ein paar Fireflies, die mit ihm gedient haben, wurden geschnappt. Ich dachte, er ist da schon lange weg. Ja. Haben diese Typen noch was von ihm gehört? Es ist eine Spur. Ich muss dem nachgehen. Okay, aber selbst wenn er wirklich da ist und du ihn findest, weiß er vielleicht nicht, wo Joel ist, stimmt's? Sagst du es den anderen? Es sind alle an Bord. Mel eingeschlossen. Wir können nächste Woche los. Isaac lässt niemals so viele Leute aus der Basis. Er ist einverstanden. Bullshit. Wem ist Gerechtigkeit wichtiger als Isaac? Er weiß, was Joel getan hat. Hey. Wir machen das gemeinsam, klar? Klar.